Ich bin Wolf Stromberg und bin vor 25 Jahren nach Greenville gekommen, ursprünglich als Geschäftsführer einer deutschen Maschinenbaufirma. Und seit 7 Jahren bin ich auch tätig als deutscher Honorarkonsul in Greenville. Und über diese 25 Jahre habe ich die fantastische Entwicklung dieser Stadt beobachtet, die heute nun ein Juwel geworden ist, eine sehr schöne Innenstadt mit einem hervorragenden kulturellen Programm, mit sehr vielen guten Restaurants und natürlich ein Spielplatz für deutsche Unternehmen, die sich hier niedergelassen haben. Die Gründe dafür sind sicherlich, dass die Zusammenarbeit der Leiter der Kommune sowie Industrie- und Ausbildungsstätten sehr eng zusammengearbeitet haben, um hier also eine hervorragende Ausbildung von Arbeitskräften zu gewährleisten, aber gleichzeitig auch für die Mitglieder von Familien, die hierher ziehen aus Deutschland, hat man dann ein reiches kulturelles Programm. Man hat viele internationale Restaurants und die Stadt hat eigentlich ein internationales Flair. Ja, besonders reizvoll an der Stadt Greenville ist ihre erhaltene Architektur. Die Bauherren der Stadt haben es also verstanden, die alten Gebäude sehr geschmackvoll zu renovieren und auch genügend Geschäft zu attraktiv zu machen, damit Leben in der Stadt ist. Und nicht nur hat man also Stadien gebaut und alte Gebäude in Hotels umgebaut, sondern auch die alten Wohnhäuser sind renoviert worden. Und im Übrigen, wie der Name sagt, Greenville, also grüne Stadt. Es gibt sehr viele alte Bäume, die sich durch die ganze Stadt und durch die Parks hindurchziehen, die natürlich bei dem relativ warmen Klima im Sommer es sehr angenehm machen, auch noch zu Fuß unterwegs zu sein. Im Übrigen hat Greenville auch sehr viele Radwege, sehr ungewöhnlich für eine amerikanische Stadt. Man kann also fast überall in der Stadt hier mit dem Fahrrad hinfahren. Und die Stadt hat sehr viel Leben. Also wenn man in der Woche oder auch am Wochenende in die Stadt geht, ist sie eigentlich immer voller Menschen. Durch meine Tätigkeit als Honorarkonsul komme ich natürlich sehr viel in Kontakt mit deutschen Staatsbürgern, die hier wohnen und arbeiten. Und ich kann gerne bestätigen, dass alle dieser Menschen, die ich da kennenlerne, sehr gerne in Greenville sind und sich überhaupt schwer tun, diese wunderschöne Stadt wieder zu verlassen.